So, doch bevor wir jetzt anfangen mit dem allerersten Vorwurf gegen einen YouTuber, habe ich hier mal jemanden, der meinen Aufruf nicht ganz verstanden hat, scheinbar. Ich finde ein wenig blöd, dass alle von der satanistischen Merkel-Regierung gesteuert werden und stalinistische Propaganda verbreiten. Bruder. Ach so, Bruder. Hör mal auf, die Wahrheit hier zu schreiben. Was ist denn hier los? Ein paar andere wiederum haben gar keine YouTuber-Namen genannt und einfach nur das Problem allein. Das Herumgekotze mancher YouTuber, wie schlecht es ihnen doch psychisch geht. Dude, du kannst ja privat heute 10 Psychologen leisten. STVU. Normale Menschen ohne Geld plus psychische Probleme warten Monate, gar Jahre. Ja, ihr habt Probleme, aber auch das Geld, sie schnell zu lösen. Geld löst all deine Probleme. Falsch. Kaufen Sie jetzt Geld für 12,99. Du hast den Leistungsdruck, stets unterhaltsam zu sein. Harte Kritik hagelt jeden Tag auf dich ein. Kunden wollen dich schamlos abziehen. Spambots knallen deinen Chat voll. Hater legen dir Scheiße in den Briefkasten. Dann heul nicht rum, denn du verdienst ja auch Geld. Geld löst all deine Probleme. Sehr, sehr stark. Schlagen Sie jetzt zu. Du gibst deine Privatsphäre auf, Leute laufen in der Innenstadt hinterher, du wirst ständig von Kindern angeschrien, es klingelt durchgehend an einer Tür im Büro, Geld löst deine Probleme, perfekt. Dass Henhoffblatt sich wohl in der Öffentlichkeit immer positiv gibt, aber privat angeblich anders sein soll. Also ich habe ja mal Henno getroffen und zu mir war er jetzt vollkommen korrekt. Vielleicht darf man ihm auch nicht ans Bein pinkeln, weil es gibt auch Stories wie diese hier. Henno macht das übrigens immer richtig krass. Da hat man einen Typ beim Essen, wo wir zusammen waren, Timo 70 Meter weit weg, ein Foto gemacht, so rangezoomt. Henno springt auf, sprintet los. Ich denke, was ist denn mit Henno los? Hat er jetzt irgendwie einen Schlaganfall oder irgendwas? Er springt auf, er hat einen Schlaganfall. Das passiert ja dann, Max. Ist zu dem hingesprintet, hat den Jungen völlig angemacht, den Vater direkt hinterher. Ist eigentlich die richtige Maßnahme. Das macht man einmal und dann nie wieder. Bin ich nicht so der Typ für. Alter, geil, da hinten ist der Henno. Ich bin mega der Fan von ihm. Digga, ich hatte das, also ganz ehrlich, unangenehmstes ist es immer wieder gewesen, wenn ich wirklich mich mal gedatet habe oder sowas, zwischenzeitlich. Und dann einfach bei Dates quasi Fotos von mir gemacht worden sind oder so. Also ich saß halt dann irgendwo da in der Bar oder im Restaurant und ich habe das halt nicht offen kommuniziert, wenn ich die irgendwie über einen Freundeskreis oder auch über Tinder oder sowas kennengelernt habe so und die mich obviously nicht kannten, dann habe ich nie kommuniziert, was ich halt mache zuerst mal, weil ich da immer ein bisschen vorsichtig bin. Und dann haben da immer so Leute so Fotos gemacht und die hat dann immer gefragt, so ein paar Mal, so verschiedene halt. Ich habe ja mit mehreren dann, getroffen, sage ich mal. Und dann wurde ich dann immer gefragt, so, ja, was, wieso machen die denn Fotos und so? Und einmal, da war ich ein bisschen besoffen, habe ich einfach gesagt, ich bin Fußballer. Digga, ist ja überhaupt nicht, Digga, ich habe ja Waden wie ein Stock. Ist ja mega. Hä, ne, läufst du gar noch auf mich zu? Ist ja krass hier. Watch out! Generell würde ich mit solchen Stories aber immer vorsichtig sein, weil die meisten haben ja einfach nur so einen ganz kurzen Eindruck erhascht. Und jeder hat mal einen miesen Tag oder ist super schlecht gelaunt, da, glaube ich, kann man nicht so viel Wert drauf legen. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass auch ein paar von mir eher negativ überrascht waren, so im Sinne von, der ist gar nicht so aufgeweckt und fröhlich um 3 Uhr morgens zur Tankstelle, ja. Wenn man sich die alten Cult Mirror Synchros anhört und mal wirklich darauf achtet, was gesagt wird, ist das schon verdammt rassistisch und sexistisch. Oh mein Gott, das ist mir auch aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen. Sie hat teilweise Sachen gesagt in diesen alten Synchros. Hier ist ein N-Word, also ne, ihr wisst, ja. Dieses höchst rassistisch vorbelastete Wort läuft hier am Gleis 9/4 Amok und sowas. Also Digga, das ist ganz, ganz schwierig, aber gut. Ne? Mir ist klar, dass es eine Parodie ist und Absicht und mit keiner Faser ernst gemeint ist, ja, aber ist mir kann auch schon mal, schnell falsch verstanden ist mir auch werden. Schon mal Alter, bei dem Punkt stimme ich dir Vollgas zu. Krass. Die Harry Potter Synchros würden heutzutage alle nicht mehr funktionieren, weil die sind ja wirklich politisch unkorrektes Fuck. Ja. Hab ich doch gesagt, behindert und schwul. Nicht so wie ich. Lesbisch und hyperintelligent. Das ist aber noch... Im Grunde hat man das ist aber noch... Auch alle Figuren aus Harry Potter genommen, die Männer hat man alle schwul gemacht, die Frauen alle lesbisch. Ein paar Figuren hat man so eine massive Behinderung gegeben und das soll dann lustig sein. Ist nicht lustig. Und ja, das war's. Ist nicht lustig. Ja auch, aber nur wenn man halt eben weiß, dass Kadi kein bisschen sexistisch ja, ist eben, und wirklich niemanden irgendwie was Böses genau. möchte. Selbst die Konkurrenzfirma von Woods Super Duper Shop hieß ja Flints Mega... N-Word Store. Das würde heutzutage alles überhaupt nicht mehr gehen, was halt auch irgendwie schade ist, aber andererseits irgendwie auch wichtig. Gewitter im Kopf, die immer weiter von ihrem Aufklärungsgedanken abschweifen und ihre Soundboard-App, von der sich seitens von Tourette-Betroffenen nur Negatives gehört habe. Oh ja, die App, da empfehle ich by the way das Video von KuchenTV, aber ich fasse mal hier alles zusammen. Es gibt eben so eine Soundboard-App von Gewitter im Kopf. Man kann Per Knopfdruck so Ticks abspielen von Jan, wie zum Beispiel Pommes und sowas. Das allein finde ich schon so ein bisschen komisch, aber es gibt sogar noch die Funktion, dass man per Geld extra Sounds dazu kaufen kann. Und ja, Gewitter im Kopf sagt, das meiste Geld wird gespendet, aber
aber man weiß jetzt nicht genau, wie viel und an wen. Und es gibt eine Petition von Tourette-Betroffenen. Ich glaube, das ist halt einfach nur ein Transparenzding. Ich habe mit den Jungs da auch drüber gequatscht. Ich verstehe die Kritik seitens derer und die hätten da einfach ein bisschen besser mit der Kommunikation arbeiten müssen. Das sind aber nicht zwei Jungs, die sich da irgendwie fett mit bereichern wollen. Die verlangen, dass diese App vom Markt genommen werden muss. Die Betroffenen sagen, dass der Kanal selbst als Grenzfall noch irgendwo okay geht, aber die App einfach viel zu weit. Ich selber habe kein Tourette, deswegen versuche ich da meine Meinung ein bisschen zurückzuhalten. Ja, aber safe. Wenn die Betroffenen selbst sagen, dass sie es beleidigend empfinden, dann ist das halt schon ein schwieriger Fall halt einfach. Schreibt mir aber super gerne mal eure Meinung. Also ich persönlich sehe es so, dass Gewitter im Kopf jetzt kein schlimmer Kanal ist. Auch, dass die Aufklärung da, sagen wir mal, stark in den Hintergrund geraten ist, ist irgendwo logisch, weil man hat alle Fragen zu Tourette beantwortet. Jetzt kann man halt eben mehr Unterhaltung eher machen. Das ist ja auch okay. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die Tourette haben, mit dem Kanal selbst nicht so ein Problem haben. Nur die App ist halt schwierig. Obwohl ich glaube, dass man mit der App jetzt nicht versucht hat, irgendwie das große Geld zu verdienen, sondern einfach die App an sich zu finanzieren und den Rest halt zu spenden. Aber gar keine Ahnung jetzt. Ich empfinde die Titel von GLP oft als Clickbait. Ich habe mir die letzten Videos mal angeschaut und ich empfinde das nicht so. Klar, manche... Dieser Titel. Ich habe mir die letzten... Vier YouTuber spielen Forest und einer wird zerstört. Ja, okay. Also, das ist ja alles... Das ist ja wirklich einfach eins zu eins das, was im Video passiert. Ja, das ist ja wirklich genau das, was in den Videos passiert, was GLP da macht. Ich habe die letzten Videos mal angeschaut und ich empfinde das nicht so. Klar, manche Thumbnails machen schon sehr, sehr neugierig, aber das kommt ja dann auch im Video so vor. YouTube ist halt einfach ein hartes Pflaster. Man möchte als Creator nicht, dass die Videos von außen betrachtet total langweilig aussehen. Ich glaube, wenn man das auf Dauer macht, dann ist man super schnell aussortiert. Es sei denn natürlich, man hat eine super treue Community, die einfach alles anklickt, was man so hochlädt. Justin, finde ich, ist mir ein bisschen zu materiell, aber jedem das seine... Ein bisschen? Ey, Leute, was das für ein anderes Feeling ist. Ich denke, also, wir sind uns einig, zu mir passt die Uhr hier besser. Sag ich euch ganz ehrlich, ich bin offen bis 4000 Euro. Ich bin offen bis 4000. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich immer ein bisschen schwierig finde. Ich meine, ein bisschen flexen, ein bisschen drippen, das ist ja Teil der Identität und sowas. Ich finde es nicht, ich finde es immer nur sehr schwierig, sich durch reinen Konsum zu definieren. Also Justin ist ein sehr ästhetischer Mensch. Der hat eine sehr besondere Ästhetik und hat einen Blick und einen Sinn für Mode. Aber ja, sich halt nur noch durch Konsum zu definieren, finde ich dann doch ein wenig schwieriger. Ne? Aber gut, ja, es ist halt Fashion-Content. Auf der anderen Seite ist Fashion nun mal Konsumgut, also... Also klärt mich auf, wie ich da falsch gedacht habe, weil ich kenne den Kanal nicht so gut. Ich dachte immer, dass es bei Justin nur darum geht eigentlich. Wow! So, und ein Thema wurde natürlich besonders oft genannt unter dem Tweet und das sind Reaktionen. Und natürlich ist ganz klar, bei dem Thema fällt ein Name besonders auf, nämlich der von Simon. Unge steht in einem guten Licht, macht aber im großen Stil Content-Klau. Naja. Oder hier nochmal ausführlicher. Ich habe das Problem, dass ich mir manchmal ein Video in die Playlist später ansehen packe, aber dann kommt die Unge-Reaktion auf dieses Video und dann gucke ich die eher, weil ich sage, ja okay, dann gucke ich halt das Video quasi mit Reaktion gleich. Aber halt dann nicht mehr das Original. Und das finde ich halt kacke, weil ich dann Ich finde es kacke, weil ich Unge die Klicks gebe, das fühle ich. Mir die Klicks gebe, anstatt im Originalvideo und das manchmal auch weniger Klicks bekommt als Reaktion. Aber ich glaube, dass... Einfach die Quintessenz gibt Unge keine scheiß Klicks, ganz einfach. Jetzt nicht wirklich Unge schuld, weil die Reacts ja öfter auch einen Tag später kommen. So, kurz Toilette gewesen, kann weitergehen. Also man könnte ja neben der Reaktion das Originalvideo laufen lassen, aber ich glaube, das machen halt einfach viele nicht. Also ich mache ja auch YouTube-Videos, hat bestimmt keiner hier gewusst. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn auf meine Videos reagiert wird, weil meistens Mehrwert ist es halt nur ein Video von... 10, 20, 30, 100, keine Ahnung. Das heißt, ja, Leute gucken zwar das Video nicht noch einmal bei mir, aber vielleicht halt ein anderes Video oder die nächsten, die ich hochlade. Also für mich ist es super cool. Klar, vielleicht sind jetzt andere Creator auch anders, kann ja sein. Ein richtig cooles Feature von YouTube wäre, dass man beim Hochladen von dem Video mal ankreuzen könnte. Es darf drauf reagiert werden oder halt eben nicht. Und wenn ja, dann vielleicht sogar nur, wenn man ein Zehntel der Werbeeinnahmen bekommt oder 20%, 30, 50, gar keine Ahnung, alle Einnahmen, was weiß ich. Das könnte sogar sehr hilfreich sein, wenn es dann um Artikel 13 bzw. 17 geht. Ihr wisst schon, diese ganze Axel-Voss-Geschichte mit Urheberrecht und so weiter, dass man eben da das Recht abgibt und sagt, ja, es darf darauf reagiert werden, weil ich glaube, nächstes Jahr ist es ja irgendwie soweit, dann gibt es da ein Gesetz und eventuell kann dann gar nicht mehr reagiert werden. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Hoffen wir, dass es nicht passiert, Leute. Weil dann bin ich nämlich mit meinem Zweitkanal auch im Arsch. Aber es gibt sogar noch eine Sache zu Simon, wo ich sogar zustimmen muss diesmal. Ich verfolge seine Streams zwar nicht, aber auf Unges Kanal kommen gerade halt nur noch Reaktionen auf Memes und generell finde ich, hat sich der Content ein bisschen abgeflacht. Ich sehe das so, ja, hier soll auch das reagieren. Ich finde es schade, dass Unge keine Vlogs mehr macht, Alter, ne?
Das finde ich ein bisschen schade. Dekin geht insolvenz, ja gut. Was er möchte, nach Scheiß auf also Dekin, an der Stelle auch, bitte reagier Grüße auf das, was du möchtest. Elite auch am Ende ist ja sowieso scheißegal, was man sich anguckt, irgendwem gefällt es nicht. Nein, und wünscht Leute, sich was an. Die Mods kriegen hier Subs geschenkt, Alter, die haben das verdient. Ja, das ist ganz klar. Für mich ist es halt so, bei Memes kann man nicht so viel dazu beitragen, außer das ist lustig, das nicht, wow, das war stark, okay, das war mega low und so weiter. Also kann man bei einer Reaktion auf solche Memes halt nicht so viel beitragen, nach meiner Meinung. Und gerade bei Reaktionen ja, finde ich es sehr schön, wenn man halt eben ja was von sich erzählen kann. Ja, wenn aber man Artikel, halt sozusagen Artikel Menschen, 13, der 17 reagiert, ist auch einfach einen Ticken besser kennenlernen ist durch die Reaktionen auf Sache Inhalte. Und es gäbe natürlich auch noch super viele andere YouTuber, die man gucken könnte, die Reaktionen machen. Ist ja mittlerweile sehr, sehr populär geworden. Aber ich habe es immer sehr genossen, diese Reaktionen zu gucken von Simon. Deswegen Mann, ich habe gehofft, dass ich auch irgendwie gefrontet werde im Video. Das? Mal reinschreiben, würde mich interessieren. Okay, und ansonsten hatten wir dann noch Chasneros Abneigung gegenüber jedem Minecraft-YouTuber. Okay, Chasnero, was ist denn da los? KuchenTV, von dem jede Kritik komplett abprallt. Dagegen ist er der Erste, der andere kritisiert. Ich glaube halt, Tim ist ein sehr meinungsstarker Mensch. Wenn man da seine Meinung ändern möchte, braucht man schon verdammt gute Argumente. Aber er kritisiert sich auch selbst. Also gerade bei solchen Videos, wo er schon über längeren Zeitraum so zurückreflektiert, da merkt man schon ein paar Dinge. Stellt er auch heute sehr starke Frage. Bei Alexi Bexi, wenn er was unboxt, erstmal gefühlt 10 Minuten Kaffee trinken. Oh, triggert mich jetzt nicht so. Okay, das kann ich nicht abstreiten. Das ist wirklich echt krass. Bitte hört auf, Tee zu trinken in euren Videos. MyLab, Grüße gehen raus. Hat euch dieser Meinungsvlog gefallen, dann gibt es ein sehr starkes Video, sehr, sehr geil, gefällt mir gut.